Noch nie hat es Allianz MTV Stuttgart geschafft, den Auftakt einer Finalserie um die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Bis jetzt. Denn mit dem 3:1-Sieg gegen Schwerin kann Allianz MTV erstmals in einer Finalserie überhaupt in Führung gehen. Es ist ein Auftakt nach Maß für das Team von Cheftrainer Giannis Athanasopoulos. It was really important. You remember last year? Das war sehr wichtig. Im letzten Jahr haben wir zum Auftakt mit 2:3 verloren und danach war es richtig schwer für uns. Jetzt sind wir psychologisch im Vorteil und Schwerin steht im nächsten Spiel schon etwas unter Druck. Aber wir haben erst ein Spiel gewonnen. Wir müssen auf dem Boden bleiben und dieses Level halten. Wir haben noch nichts erreicht. Wir brauchen immer noch 2 Siege. Vor einer grandiosen Kulisse in der ausverkauften Scharena zeigen beide Teams ein absolutes Klassenspiel. Es ist Volleyballsport auf allerhöchstem Niveau. Jeder Punkt hart umkämpft. Kleinigkeiten machen den Unterschied. Satz 1 geht an Stuttgart, Satz 2 an Schwerin. Dadurch lässt sich Allianz MTV an diesem Tag aber nicht aus der Konzentration bringen. Immer wieder setzt Zuspielerin Pia Kästner ihre Teamkolleginnen mustergültig ein. Mit 25:23 geht Satz 3 wieder an die Gastgeberinnen. Und auch im vierten Satz behält Stuttgart die Nerven. Zeigt ein variables Angriffsspiel, eine stabile Annahme und immer wieder seine Blockstärke. Am Ende geht auch Satz 4 und damit das erste Finalspiel an Stuttgart. Das ist ein perfekter Auftakt, aber noch ist nichts gewonnen und wir dürfen das jetzt nicht zu hoch bewerten und dann müssen wir weiter arbeiten. Wir haben auch Fehler gemacht in dem Spiel und wir dürfen uns jetzt nicht zufrieden geben. Klar, es ist schön, dass wir gewonnen haben, das war der perfekte Startschuss, dass wir auch zu Hause gewonnen haben, aber ja, noch ist nichts gewonnen. Ein ganz wichtiger Erfolg, natürlich auch für das Selbstbewusstsein. Ja, es ist auf jeden Fall auch gut fürs Gefühl, es zeigt auch, dass wir es können, dass wir nicht irgendwie unbedingt in Tiebreak und mit Ach und Krach, dass wir auch 3:1 gewinnen können, wie damals in Schwerin auch. Und ja, ich denke, das war Volleyball auf höchstem Niveau. Damit steht Schwerin im zweiten Aufeinandertreffen am Mittwoch schon gehörig unter Druck. Und den will Allianz MTV Stuttgart mit einem Auswärtssieg natürlich weiter erhöhen.